Doch, jetzt bin ich da, wo, wo ich hergekommen bin. Okay. Dann mach's doch. Puh, so, ich glaube, jetzt können wir mal zu Jonah zurück. Das Einzige, was mich... Das ist halt diese Schatzkiste, Schatztruhe hier. Aber jetzt kümmern wir uns später drum. Sehen, was man tut. Aber versuchen wir mal wieder zu Jonah zu kommen. Hier gibt's ja sonst nicht weiter. Das heißt, einmal gucken, wie ich da hinkomme, ja. Hä? Sind die immer da los? Jetzt muss ich irgendwie... hoch... irgendwo halt hochkommen. Hier, oder? Ah, wie komme ich jetzt wieder zurück? Was ist denn jetzt, ey? Sie würde Bäume klettern, oder? Was denn jetzt? Ah, so, ja. Mensch! Hä? Willst du nicht? Warum kletterst du denn nicht hoch? Bin ich jetzt? Ja, gut. Jetzt bin ich richtig. So, Jonah, tut mir leid, dass du so lange warten musstest. Aber ich komme ja schon. Wo war denn der jetzt hier? Hier, oder? Ja, ich weiß, wie lange es dauert. Aber jetzt können wir weitermachen. Was werden wir wohl in Kuvakyaku finden? Fließendes Wasser wäre schön. Mir würde im Moment schon keine Jaguare reichen. Ja, mir auch. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Und Jonah, kommst du? Nur Zeit hier. So, wie lang? Oder kann ich da hoch? Nee. Ah, der sein könnte, das ist. Ach, jetzt wieder rüber. Jumpen! Na, schaffst du das? Hey, schön. Da ist eine Tür. Bergungsgut. So. Jetzt kommen wir hier schönes Blödsinn. Ich dachte jetzt so ein Fall oder so. Ah, was ist Archivarkarte? Was macht die? Da war doch irgendwo. Genau. Hier ist nur weiter, ne, also guck mal. Da ist eine Straße. Die sehen wir uns an. Oh ne. Scheiße, Trinity. Runter. Verdammt. Truck steckt fest. Das sehe ich. Was macht ihr? Los, mir nach. Woher soll ich das denn wissen? Was machst du da? Zurück. Verstecken. Genau, Lara, 20 Uhr. Du bist doch der Logistiktyp, oder? Ich bin nicht auf eine verfaulte Brücke gefahren. Anhalten! Ich hab sie. Warte, das sind Verbündete.
Aber halt die Augen offen. Ich mach schon. Oh oh. Hier abstellen. Es darf niemand durchkommen. Riegelt den gesamten Bereich ab. Verstecken, verstecken. Wenn hier irgendwas ist, dann finden wir es auch. Sieht er mich, wenn ich jetzt hier... Ja, da war ich wohl zu gierig jetzt. Ich wollte eigentlich den Schatz da hinten holen, auch holen. Ich mach schon. Okay, dann lasse ich den erst mal. Ich muss den erstmal beseitigen und den... Halt der mal plündern. Er kann doch jetzt da nicht hier langlaufen, da sieht er mich doch, oder? Ja, der ist rot, der sieht mich. Warte mal, bis die labern. Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann da nicht... Ich muss hier. Hallo. Ich wollte ihn eigentlich plündern. Oh, Miguel. Hat Miguel gekillt, ja. Oh oh. Wir müssen verschwinden. Na, also jetzt krieg ich das da hinten wohl nicht mehr. Warte. Okay. Noch mehr. Da drin ist alles verklemmt. Ich fürchte, wenn wir ihn bewegen, war es das. Wir werden die Brücke verstärken müssen. Wir müssten das Ganze in die Brücke nicht überprüfen. Oh oh. Wir haben die Brücke bestimmt vorher überprüft. Denk nicht. Steh nicht völlig gerade. Wir könnten ihn rausziehen. Okay, vielleicht. Lass mich mal nachdenken. Die schaffen wir. Also gut. So, Damige. Schön. Du gehst nach links. Die übernehme ich. Versteck dich. Hey, Sammy? Sie sollten zuerst die Brücke prüfen. So ein Drecks. Hey, Dave, Sammy, muss herausfinden, was hier vorgeht. Positiv. Ich kann jetzt nicht rauskommen. Da zieht einer auf mich, was soll ich machen? Ha! Hat's Miguel jetzt geschafft? Sind jetzt hier noch welche? Na, Miguel scheint es geschafft zu haben, da kann ich schnell hinten mal. Genau, hier ist nämlich noch was. Noch schnell zu Miguel. Ach, warum sage ich denn jedes Mal Miguel? Ich weiß nicht warum. Zu Jonah, so, ich komme mich jedes Mal. Miguel gibt es nur noch zur Hälfte, was sage ich denn jedes Mal? Muss ich hier rüber springen oder was? Ist hier irgendwo noch einer? Wo ist denn Jonah hin? Halt. Wo ist denn Jonah jetzt hin? Wo ist denn da hin? Oh!
Bye bye. Jonah, wo bist du? Oh nein, das kannst du dir abschminken. Jonah, oh gut. Leck mich! Halt! Danke. Bist du okay? Ja, nimm das. Oh, jetzt kriegen wir zum ersten Mal Waffen. Hoffentlich waren das die letzten. Das war knapp. Ja. Was? Wismark auf neue Ausrüstung erhalten? Keine Ahnung. Dann noch werden. Gerade die Zivilisation, die ich mir erhofft hatte. Und wenn du ja. Was? Neue Ausrüstung auf jeden Fall. Ich glaube, es war besser, als er verletzt war. Oh, ich weiß. Ich will gar nicht an meinen Rücken denken. Weißt du, wir waren doch in der Höhle. In den 60ern ein Tsunami überlebt. Was ist passiert? Sie hat Freunde verloren. Ihre Familie das Geschäft. Aber danach... Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Vulkanausbrüche, Stürme und andere Dinge. Wie war deine Mutter so? Du erzählst nicht viel von ihr. Sie war kreativ, abenteuerlustig. Sie war wahrscheinlich der Klebstoff, der uns zusammenhielt. Nach ihrem Tod war es einsamer. Wo kommst du, Dickerchen? Barriere verbrennen. Brennbare Barriere. Ich hatte doch Feuerpfeile gerade gemacht, oder? Hat doch gerade welche hergestellt, oder? Ah. So. Hübsch. Komm schon, gehen wir. Meine Idee, so. Was die Zwillinge sein könnten? Das kann alles sein. Huwak, Jaku, warte mal endlich da. Flüsse. Ich nehme an, wenn wir es sehen, wissen wir es. Ja. Endlich sind wir in Huwak, Jaku. Sind Leute. Hoffentlich freundlich. Du übernimmst das Reden. Hoffe ich auch. Hi. Weißt du, wo wir in der Nähe die Nacht verbringen könnten? Wie seid ihr so tief in den Dschungel geraten? Habt ihr eure Reisegruppe verloren? Nein. Vor euch waren schon ein paar Leute hier. Die haben nach Ruinen gesucht. Gehört ihr zu denen? Trinity. Definitiv nicht. Ach, ich brauche eh eine Pause. Kommt mit. Tut mir leid, dass ich so viele Fragen stelle, aber die einzige Unterkunft in dieser Gegend hier ist meine. Man kann nicht genug aufpassen. Noch übrigens, ich bin Jonah. Abby. Lara. Kommt rein, setzt euch. Carlos, drei. Also, was genau wollt ihr denn hier? Tja, wir sind abgestürzt, als wir ein Rätsel lösen wollten. Mit dem Flugzeug? Ja. Und ihr habt das unverletzt überstanden? Naja, wir sind ziemlich tief geflogen. Wir sind auf der Suche nach Maya-Ruinen. Maya. Ihr wisst schon, dass ihr in Peru seid? Ja. Ja, lange Geschichte. Oh. Danke. Tja, du siehst nicht unbedingt wie ein typischer Archäologe aus. Oh, sie ist die Archäologin, ich bin nur der Koch. Ach, echt? Ja. Hast du schon mal unsere Ceviche probiert? Ist hier eine Spezialität? Nein, außer die wachsen im Dschungel. Hast du etwa unsere berühmten Fischbäume nicht gesehen? Naja. Wo habt ihr das her? Mexiko. Mhm.
Wieso? Ich habe dieses Symbol schon mal gesehen. Wo? Hier in der Nähe sind ein paar Ruinen und ein kleiner Felsbrocken dort trägt ein ähnliches Zeichen. Dürfte ich mir das vielleicht mal ansehen? Ach, aber klar, doch ich sage euch, das ist nicht von den Maya. Mein Volk sind die Inka und darauf sind wir stolz. Hm. Oh, ach, wieso ruhst du dich nicht ein bisschen aus? Bist du sicher? Ich habe dir nur einen Tag versprochen. Ich wäre ja blöd, wenn ich das ablehne. Viel Spaß. Ja auch. Hm? Die verstehen sich, die zwei. Ja, Lara will bestimmt bloß da lassen, damit wir doch schön flirten können, ja. Naja, die Ruinen finden so ein nächstes Ziel, aber diese Stelle. Machen wir eine Pause. Kuwakiyaku haben wir jetzt endlich gefunden. Und ja, jetzt sind wir wieder mit Lara alleine unterwegs, damit der gute Jonah in Ruhe flirten kann mit Abby. Naja, lass mal nie mal seine Pause. Mein Lara kann auch gut alle auf sich allein aufpassen. Juti, dann hoffe, ihr hattet Spaß hier bei den kleinen Parts hier. Diesmal haben wir ein bisschen mehr erkundet den Dschungel, ein Grab nochmal geöffnet. Ein paar Geheimnisse, ja, Mensch, das muss auch sein. Ich mag das halt nicht so direkt die Story zu folgen, nur dass dafür ist das Spiel da, dass man ja einiges erkunden kann. Und das muss man rausnutzen. Alles, wie gesagt, alles nicht mit Anhieb sowieso nicht. Das machen wir dann nach der Hauptstory alles. Aber das meiste können wir ja schon mitnehmen. Gut, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Bei Tomb Raider lasst doch gerne ein Like da und ein Abo. Je nachdem, nach was es euch begehrt. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei eurem Retro Julie. Und damit Retro Julie out.